Herzlich willkommen zur mittlerweile 12. Ausgabe der NBA Videos auf Wotspedia. Und wir haben heute gleich drei Spiele zur deutschen besten Sendezeit. Atlanta Hawks gegen die Lakers, Charlotte Hornets gegen die LA Clippers und die Chicago Bulls haben es um 21.30 Uhr mit den Portland Trailblazers zu tun. Darüber reden wir gleich. Wotspedia, the Sports Betting Community. Alright, und wir starten natürlich mit dem ersten Spiel, die Atlanta Hawks gegen die Los Angeles Lakers. Und da haben wir auf einmal die Hawks wieder back in line. 5 Siege aus den letzten 5 Spielen, während das bei den LA Lakers nicht ganz so gut funktioniert. Mal setzt LeBron aus, Anthony Davis auch noch leicht angeschlagen, mit ein paar Restrictions, aber zumindest wieder dabei. Und wir sehen auch hier die Quoten ganz klar auf Seiten Atlanta. Diese beiden Teams haben einen ungefähr gleichen Rekord, darauf wollte ich gerade hinaus. Und zwar haben wir hier zwar die Full Standings, aber wenn wir auch mal auf den Osten schauen, da sehen wir die Hawks 10. jetzt mittlerweile und die Lakers 9. Also nicht nur ungefähr der gleiche Rekord, sondern auch von der Tabellenposition kämpfen sie um den Einzug in die Playoffs und die ersten 6 qualifizieren sich ja direkt und da wird es eine spannende Geschichte. Ich möchte zuerst einmal 2 Spieler sagen, wie geil ich die gerade finde. Und zwar zum einen Nikola Jokic, der jetzt mit seinen Denver Nuggets bei 27 Siegen, 21 Niederlagen, und da gehe ich nächste Woche mal mehr auf seine Statistiken ein. Und auf der anderen Seite, wie stark ist eigentlich Kevin Durant? Kyrie Irving ist zurück, James Harden ist ja auch ein MVP und klar, die fehlen das ein oder andere Spiel, der eine wegen seinem Impfstatus, der andere nicht Impfstatus sozusagen, der andere wegen Blessuren. Aber seitdem Kevin Durant nicht mehr dabei ist, sind diese Nets auf einmal auf Position 6 gefallen. Also das ist echt sehr, sehr verrückt und wir sehen auch hier die Heat mittlerweile Erster, die Bulls immer noch Zweiter, obwohl sie 3 der letzten 10 Spiele nur gewonnen haben. Und Philly back on track auf der 3, die Cavaliers immer noch mit einem starken 4. Platz. Aber jetzt wieder zu den Statistiken bzw. den Quoten auf dieses Spiel. Hawks on the run, jetzt haben sie auch noch ein Heimspiel, sind deutlicher Favorit und 19 Uhr sollte eigentlich auch passen. Die Hawks sind ein richtig heißes Team, deshalb hier in der Offensive und die Lakers mehr oder weniger das Gegenteil, wenn sie da nicht komplett das Defense-Mind drin haben und nicht komplett auch im Team sind. Von daher over 226. Trotz dieser frühen Uhrzeit, normalerweise, wenn die Spiele dann eben so 13 Uhr amerikanischer Zeit sind, sollte man bei so hohen Scores eher runtergehen. Ich glaube aber, dass wir hier mindestens 130 Punkte Performance bei Atlanta sehen und dann ist mir der Spread bei dieser Quote definitiv zu hoch. Da würde ich dann schon eher wieder auf LA tippen, aber wenn ich eine Empfehlung aussprechen darf, dann das Over. Weiter geht's mit den Charlotte Hornets gegen die Clippers. Hornets, Clippers, auch hier haben wir ein Duell, was mehr oder weniger auf Augenhöhe ist, wenn wir auch uns hier mal die Standings anschauen. Die Hornets, so meine ich das nicht, hier auf der 13, nein, das ist Gesamtschwachsinn, auf der 7, trotz diesen wirklich starken Records, schaut mal, mit 28 Siegen, 22 Niederlagen, werdet ihr im Westen nicht nur einen Platz besser, sondern hättet auch einen richtig großen Abstand zum 7-Platzierten, den LA Clippers. Also das ist schon verrückt, wie ausgeglichen der Osten dieses Jahr ist. Die Hornets, Favorit von den Quoten. Wir haben, wo ist es, eine 1,4, das heißt, wir haben auch einen relativ hohen Spread wieder, minus 6. Die Clippers sind ein richtig gut kämpfendes Team, richtig stark gecoacht. Auf der anderen Seite hat Charlotte das ein oder andere Kaliber, was richtig heiß laufen kann. Und dementsprechend würden wir hier auch ein bisschen anders jetzt argumentieren. Dieses Spiel beginnt ja genauso wie die anderen LA-Mannschaft auswärts, auch um 19 Uhr. Hier würde ich auf das Under gehen, weil Clippers defense-orientated sind, da wirklich gut spielen. Und den Spread sehe ich tatsächlich eher auf Seiten der Clippers mit einem plus 6 ganz gut. Dann geht es weiter mit einem Team, was mich persönlich sehr überrascht, weil die Trailblazers ja ohne Lillard und Simmons spielt dort wirklich sehr, sehr gut. Die Bulls tun sich unglaublich schwer, gerade Spiele zu gewinnen, obwohl DeRozan und Vucevic eigentlich abliefern, aber haben halt dann doch viele Verletzungen
Und hier haben wir eine Niederlage gegen die Spurs, Niederlage gegen die Magic, gegen die Bucks. Okay, kann passieren. Aber da ist es schon eigentlich ganz gut, was hier die Trailblazers machen. Sieg gegen Raptors, gegen Rockets müssen sie gewinnen, gegen Dallas kann man verlieren. Knapp Niederlage gegen die Wolves und davor einen Sieg gegen die Celtics. Also, gefällt mir wirklich gut, was die Kollegen aus Oregon machen. Portland Trailblazers hier mit dem Spread plus 6,5. Macht man nichts falsch, wenn man darauf geht, um Total Points. 229 ist eine Bank, aber auch hier würde ich tatsächlich auf das Over gehen. Die Detroit Pistons gegen die Cleveland Cavaliers. Ihr seht, ich hau gerade das ein bisschen raus, ein bisschen schneller, ein bisschen Zeitdruck, hilft ja nichts. Auf jeden Fall Detroit Pistons schlecht wie eh und je. Die Cavs machen weiter, wo sie aufgehört haben. Diese 1,33 hat aus meiner Sicht tatsächlich Value, wenn du das mit einem anderen Spiel kombinierst, mit einem klaren Favoriten, da hat man dann eigentlich eine ganz gute Verdopplungsmöglichkeit. Die 210, da lassen wir lieber die Hand weg, aber die 1,33 könnte man zum Beispiel mit den Bucks nicht kombinieren. Dafür finde ich die Denver Nuggets zu überraschend gut. Die Nuggets auch noch mit dem Heimspiel. Deshalb sehe ich hier definitiv Value bei dem Spread. Der wird jetzt gerade nicht angezeigt. Versuchen wir es nochmal. Plus 6,5 für das Heimspiel der Nuggets. Sieht doch ganz gut aus. Dann Orlando Magic gegen die Dallas Mavericks. Die Mavs mit einer 1,5er-Quote. Die Magic haben das ein oder andere Spiel jetzt schon daheim gewonnen. Wir schauen uns auch nochmal hier den Rekord an. Schlechteste Team der Liga. 10 Siege nur. 40 Niederlagen. Unsere deutschen Brüder Mo Wagner, Moritz Wagner und Franz Wagner, glaube ich, können mit ihrer Saison zufrieden sein. Maxi Kleber mit seinen Dallas Mavs auch. Porzingis ist da jetzt wieder beim letzten Spiel mit Knieproblemen raus. Aber das sollte keinen Abbruch tun, dass die Mavs hier definitiv höherer Favorit sind. Und die 1,5 oder 1,48 würde ich mit der Quote auf Cleveland kombinieren. Und dann hat man da eine ganz gute Zweierquote. Bei den Jazz, seitdem sich Gobert, Mitchell gestritten haben, auch öffentlich und dann interessante Werbung hier. Seitdem sie sich gestritten haben und dann auch der eine oder andere ausgefallen ist, Mitchell hat ein paar Spiele gefehlt, haben sie ganz schön abgekackt. Also wir sehen auch in der Tabelle, da waren sie ja lange Zeit Zweiter, Dritter, zusammen mit den Kollegen aus Phoenix. Mittlerweile sind sie in der Division, in der Conference auf die 4 abgestürzt und nur 2 Siege aus den letzten 10 Spielen, und wir sehen ligaweit mittlerweile nur noch auf der 9. Sie sind hier leichte Außenseiter und hier ist die große Frage, wann können Sie Ihr Potenzial wieder abrufen? Ich würde tatsächlich hier absehen von diesem Spiel, auf dieses Spiel zu wetten, weil es läuft gerade einfach nicht bei Utah und da würde ich nicht darauf Geld wetten, dass es ausgerechnet heute wieder losgeht. Ich kann mir vorstellen, dass Sie gerade nach dem All-Star-Break wieder kommen. Der Spitzenreiter, Phoenix Suns gegen San Antonio Spurs, da brauchen wir, glaube ich, nicht viel drum rumreden. Die 1,14er-Quote sollte man nie spielen. Die Total Points würde ich auch nicht spielen, weil die Suns gewinnen einfach ihre Spiele sehr hoch. Spurs sind defensiv garbage, in der Offensive ganz gut, aber das kann hier schon einen Blowout-Win geben. Kann aber auch sein, dass die Spurs vielleicht eine Überraschung sorgen, dann würde ich eher vom Spread her auf die 12,5 Punkte gehen. Wir schauen uns dann nochmal alle Spiele zusammen an. Wie gesagt, heute ein relativ kurzes Video. Wir machen dann nächste Woche, schauen wir uns ein paar Stats an, die ich euch vorbereiten werde, plus natürlich die Tabelle. Wo sind die Spiele? Hier seht ihr auch nochmal die Tabelle. Und hier haben wir es dann nochmal in etwas größerer Aufnahme. Also Hawks gegen Lakers. Wir gehen auf das Over bei Hornets gegen Clippers. Meine Idee der Spread auf die Clippers, Bulls gegen die Trailblazers. Auch eher ein Over. Pistons, Cleveland Cavaliers. Entschuldigung, jetzt bin ich verklickt. Hier die Detroit Pistons gegen Cleveland Cavaliers. Da würde ich tatsächlich einfach nur die einfache Quote der Cavs mitnehmen, zusammen in Kombination mit den Dallas Mavericks. Das ist eigentlich auch so meine Lieblingswette auf eine Zweierquote.
Und dann haben wir es dann auch schon soweit. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Habt Spaß. Genießt den Rest des Wochenendes und dann heute Abend gleich 3 NBA-Spiele zur besten Zeit. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Bis dahin. Oddspedia, the Sports Betting Community.